So, Just Cause 1, Folge 11, willkommen zurück. Und da das jetzt bei der letzten Mission so gefailt ist, dachte ich mir, jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Nebenmissionen machen. Stehen bleiben! Das hat jetzt Sofort! nicht wirklich Polizier! geklappt bisher. Oder sagen wir mal, bisher ist Stehen falsch, aber bleiben! letzte Folge war es jetzt nicht so Polizei! ideal. Die ganzen Waffen hier mitnehmen. Ich frage mich ja nach wie vor, was die da drüben haben, aber ist jetzt auch egal. Ja, ich schaue jetzt gerade mal, was wir machen könnten. Ja, ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen Missionen machen, also das mit Sicherheit. Würde auch sagen, wir gehen einfach mal in diese Richtung. Vielleicht da drüben müsste ja, glaube ich, ein Dorf sein, in die Richtung, wo ich da schaue. Und da müsste es mit Sicherheit noch ein paar Missionen geben. Dass wir uns das jetzt einfach mal nochmal anschauen. Weil ich war echt erschrocken, als ich gesehen habe, dass ich erst eine Handvoll Nebenmissionen gemacht habe. Also vielleicht fünf oder so. Das erschien mir etwas wenig. Deswegen, ja, wollte ich auf jeden Fall jetzt nochmal ein paar machen. Also, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich 300 sind, aber ja, so ein bisschen ein Fortschritt. Weil ich habe mir überlegt, es bringt ja auch nichts, wenn ich dann die 20 Hauptmissionen gemacht habe und dann hat man vom Spiel aber nur 20% gesehen oder so. Ja, das ist ja dann auch nicht gerade Sinn der Sache. Ich meine, wir haben hier ja nichts zu verrennen oder wie man sagen möchte. Also wir haben es ja nicht eilig. Wie gesagt, ich habe ja auch schon geschrieben, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr haben wollt. Da momentan aber da nicht viel, ja, nicht viel drauf reagiert wird, mache ich jetzt einfach mal so weiter wie bisher. Und die Leute, die kommentieren, haben Spaß mit den Videos, also kann es ja nicht so falsch sein. Hier steht jetzt unter Regierungskontrolle. Dann wäre es ja umso besser, um hier vielleicht mal ein paar Missionen zu machen. Hier ist auch Hier Action. spricht die Polizei! Sofort stehen bleiben! Bitte, tu mir nichts! Ja, schießt auf mich, ich habe das viel gemacht. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wo ist denn dieser Questgeber? Warum stehen hier eigentlich Leute mit Rucksäcken rum? Einwanderer oder was ist das jetzt? Komisch. Ja, also der Questgeber kann nicht weit weg sein, also. Ich würde auch mal wieder so eine Befreiungsmission machen. Hätte ich also auch kein Problem mit. Aber mal gucken, was er jetzt für uns hat. Wenn ich ein bisschen. Da geht's zu. Ich bin ausnahmsweise unschuldig daran, dass wir so zu viel. Wenn ich mir das so anschaue, wird es mir manchmal klar, warum ich das hier befreien muss. Also. Jetzt muss ich nur noch den Questgeber finden. Ich glaube, da vorne ist er. Was haben wir denn an Waffen noch alles? Okay, die Pistole ist klar, mein Revolver. Okay, das müsste ein MG sein. Das ist wahrscheinlich eine Shotgun. Granaten habe ich jetzt nicht. Ja, gucken wir mal. Aber steck mal die Waffe lieber mal weg, sonst kriegen wir wieder Ärger. Das wollen wir ja nicht. So. Jetzt war der Questgeber irgendwie auf der anderen Seite des Dorfes, aber ist jetzt auch egal. Zeig dich, ich finde dich sowieso. Rauben wir den Schnapsladen aus! Bitte? Schnapsladen? Ausrauben? Wieso? So. Ah, das ist jetzt mal eine Befreiung. Hier steht jetzt nicht Nebenmission starten, sondern Befreiung. Ja, vielleicht hilft das ja wirklich mal. Weil ich jetzt im roten Bereich bin, vielleicht wird es ja dann endlich mal grün. Wer weiß. Probieren wir doch mal. Irgendwo habe ich gelesen, man muss nur genug Nebenmissionen machen und irgendwann kann man eine Befreiungsmission machen. Aber das bietet sich ja mal an jetzt hier. Dann nehme ich die CNG und dann geht's los. Aufi, aufi. Jawohl. Lass mal's krachen hier. Ich habe auch das Gefühl, die Gegner sind schon ein bisschen andere. Also, das ist schon das Militär. Also. Schade. Also das nervt mich ein bisschen, dass die Munition so gering ist. Obwohl ich glaube ich hier. Ah ne, müsste ich wieder droppen. Ach, ich probiere das mal. Ich weiß nicht, was das für eine Knarre ist, aber. Oh, nett. Das ist so wie so eine Colt-Kommando oder wie die Knarre heißt, ein bisschen Munition vielleicht einsammeln oder so. Genau, da mal ein bisschen mehr zu schießen. Jetzt haben wir mal 150 Schuss. Nimm das. Blockade weg.
Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Achso, ich hab Kopf. Ich wollte sagen, hab Kopfgranaten, ist aber gar nicht wahr. So, erste Sperre weg. Erste Sperre weg. Jetzt hat gerade mein Handy geklingelt. Ne? So, jetzt geht's weiter hier. Vergessen auf Load loszumachen. Jetzt muss ich nur gucken, wo die nächste Blockade ist. Ah, da. Ich presche jetzt einfach mal vor hier. Endlich mal wieder ein bisschen Schießerei hier. Schaltet ihn aus! Jawohl, weiter geht's. Voll die Serie wird zerstört, okay. Sind wir, glaube ich, schon bei der Fahne, oder? Nein? Glaube ich zu früh. Ich habe mal versucht drauf zu schießen, aber ich glaube, das war zu früh. So, die ist auch weg. Jetzt noch die Flagge. Capture the flag! Capture the flag! Jawohl. Unter Guerilla-Kontrolle. Sehr schön. Ansiedlung befreit. Jawohl. Wunderbar. Coco fresco. Mal schauen, was die Provinz jetzt sagt. Ja, ist halt zwar noch rot, aber jetzt ist wieder diese Geschichte, dass jetzt ein kleines Stück von dieser Provinzkontrolle unten vom Türkisen ins Hellgrüne gegangen ist. Nur weiter als das geht's irgendwie nie so ganz, aber naja, gut, sei es drum. Und hier ist jetzt auch gleich wirklich direkt vor mir ein Missionsgeber. Werde ich mal gucken. Mal gucken, was der hat für mich. Also. Aber es ist wieder eine Nebenmission, deswegen steht es jetzt dran. Aber die kann ich machen. Also. Lust auf einen kleinen Ausflug, mein Freund? Sie müssen etwas für uns abholen. Alles Weitere finden Sie auf Ihrem PDA, okay? Für unsere nächste Operation brauchen wir schwere Geschütze. Comprende? Besorgen Sie uns einen Ballardpanzer. Oh weh. Bald werden unsere Feinde... Was? Bald werden unsere Feinde... uns fürchten. Einen Ballardpanzer. Okay. Es ist nur die Frage, wo der ist. Also. Aber es ist ja auch wieder nicht gerade weit. Da kann ich kurz hin sausen. Da vorne ist er ja schon. Also. Cerveza frio! Cerveza frio! Mal kurz hinlaufen. Wo ich ehrlich gesagt dachte, dass es ein bisschen näher dran ist, also. Jedes Mal verschätze ich mich da mit dem blöden Minimap-Teil da irgendwie. Aber jetzt noch ein Fahrzeug deswegen abwerfen, ob sich das lohnt. Ich weiß ja nicht so recht. Obwohl das jetzt wirklich ein bisschen weit ist, also. Naja, ist egal. Werfen wir uns einfach was ab. Werfen wir uns einfach kurz ein Motorrad ab. Ich glaube zwar, dass ich das dann gleich wieder stehen lassen muss, weil da vorne der Panzer ist. Aber das ist dann halt. Es kostet ja nichts. Also. Nimm das! Oh, jetzt muss ich mich auch noch beeilen. Also, wenn er gemerkt hätte, okay, jetzt hat er ein Fahrzeug, jetzt kann ich Stress machen. Jetzt frage ich mich gerade, was passiert wäre, wenn ich also durchgehend gelaufen wäre. Also. Aber mit Panzer anlegen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, mit Panzer anlegen. Müsste ich ja nicht einen Stunt machen. Ich habe aber den Grappler, glaube ich, nicht ausgewählt. Sofort! Er zählt mir nicht zum Ziel. Ah, jetzt sind wir. Ah, jetzt mach ich mal. Ah, jetzt wollte ich extra mal ein bisschen. Bisschen. Ah, den nehme ich auch im Zweifelsfall. Ah, toll.
jetzt habe ich wenigstens ein Fahrzeug. Ich wollte gerade vorhin mal ein bisschen weiter weg machen die Leine, dann dass es mir nicht wieder so geht wie bei dieser Mission mit dem Bordell, weil ich dachte, weiter weg, dann schleife ich nicht auf den Boden. Aber das hat jetzt auch nicht so richtig funktioniert. Ich muss den Panzer irgendwie aufhalten, also mal gucken, wie ich das hinkriege. Notfalls schieße ich halt auf, aber kaputt machen darf ich ihn halt nicht, gell? Aber der hat auch Stress, der Panzer, habe ich das Gefühl. Also der Heli schießt auf ihn, also das hilft natürlich nicht, wenn er ihn kaputt macht. Aber wie kriege ich den gestoppt, um Himmels Willen? Das ist mir nicht ganz klar. Wie kriege ich den gestoppt? Weil der kriegt da ja Granaten ab, beziehungsweise Raketen, sind das hinweg, gell? Ja, ja, mal gespannt. Ja, ich versuche ihn irgendwie zum Stoppen zu bewegen, aber ich krieg's irgendwie nicht hin gerade. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht überreden, dass er stehen bleibt, aber das hat nicht funktioniert. Sieht aus wie so ein Panzer-Amoklauf oder sowas, ey. Ja, Leute, auf wen geht er jetzt? Auf mich oder auf das Ding? Lass mich in Ruhe. Mann, ist die Karre lahmarschig. Vielleicht kriege ich ihn irgendwie. Aber ich kann dann natürlich auch. Das ist ja logisch, so ein Radpanzer kriegst du jetzt nicht mal so kurz schnell geschubst irgendwie. Also ich habe keine Idee, wie ich das jetzt gerade machen soll. Auch nicht funktioniert. Ist die Karre gleich kaputt? Dauert nicht mehr lange. Ich denke, auf ihn schießen wird ihn auch nicht interessieren. Ich habe ja nicht mal eine. Die Scheibe, wo ich durchschießen könnte. Bleib jetzt stehen, du dumme Sau. Ja, das war mir natürlich jetzt wieder klar, dass das wieder kommen musste. Ey, das ist unfassbar, ehrlich. Ich glaub's einfach nicht. Das ist. Ah, jedes Mal, ey. Ah, aber ich wusste jetzt auch nicht richtig, wie ich das mit dem Panzer am dümmsten mache, also. Wahrscheinlich kapern, wenn überhaupt, also. Aber ich sag ja, wenn ich in dem Spiel sterbe, also dann werde ich entweder überfahren oder ähnliches. Also sind mir schon meine Waffen weg, oder? Ja, na klar. Ist das blöd. Nehmen wir die Waffen halt jetzt wieder mit. Ja, schade irgendwie, das war. Aber ist jetzt egal. Ich sag ja, die Missionen wiederholen sich auch teilweise, habe ich ja schon erzählt. Und deswegen, die kann man bestimmt mal wieder machen. Aber ich wusste jetzt auch gerade echt nicht, wie ich den am besten aufhalte. Ich habe es jetzt wirklich versucht, also. Gehe ich mal kurz über den Fluss und dann hole ich mir nochmal ein Motorrad. Und dann gehen wir nochmal zu der Stadt, die wir jetzt gerade eben befreit hatten. Also, warum ich jetzt gerade eben gestorben bin, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat mich wieder einer angefahren. Aber was soll ich machen? Ich meine, ich muss ja irgendwie auf ihn schießen oder irgendwie versuchen, ihn zum Halten zu überreden. Aber auf der Autobahn auszusteigen war in dem Fall schon wieder keine gute Idee. Ja, ich denke, mit diesem Grappler hätte ich das vielleicht machen können. Aber habe ich ja teils versucht, ging ja nicht. Aber wenn du mal das Motorrad dann abgelegt hast und du dann, was ich was, 500 Meter oder 1000 Meter weiter bist, dann geht es fast schon nicht mehr mit dem Grappler. Also das ist gar nicht so ohne. Ist schwerer, als es aussieht. Glaubt mir, das müsst ihr mal ausprobieren. Also das ist gar nicht so ohne. Also es ist echt schwieriger, als es aussieht. Und der wollte sich ja überhaupt nicht überreden lassen, anzuhalten. Also na, jetzt machen wir halt einfach noch eine neue. Ich weiß nicht, was er jetzt für eine Mission hat. Die ist jetzt auf jeden Fall gescheitert. Ich finde es immer ein bisschen komisch, dass es nicht mal dran steht, irgendwie Mission abgebrochen oder sowas, aber sie ist jetzt halt nicht mehr im Log. Ja, dann holen wir uns eine andere jetzt. Also in der Folge mache ich jetzt auf jeden Fall noch eine Mission, also. 5 oder 6 Missionen waren es. Also diese Befreiungen zählen ja, glaube ich, nicht als Nebenmissionen. Ich muss aber mal gucken jetzt, also. Nee. Also 6 Stück sind es jetzt, also. Das, so viel hatten wir meines Wissens beim Start schon. So. Holen wir uns halt nochmal eine. Obst, Cerveza. Ich hoffe, Sie haben unser kleines Land lieben gelernt, Senior. Jetzt können Sie noch etwas mehr davon sehen. Sie müssen ein Paket abliefern und ein anderes abholen. Ganz einfach, solange Sie am Leben bleiben. Alles weitere auf Ihrem PDA. Okay. Ich bin in Eile. Bitte bringen Sie diesen Beutel einigen befreundeten Bauern. Sie haben ein Paket für Sie. Bringen Sie es schnellstmöglich her. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Klingt jetzt nicht ganz so schwierig wie mit dem Panzer. Das ist fast schade. Ich bin. Aber ich wollte jetzt aber auch nicht irgendwie. Obwohl, ich wollte sagen, ich wollte jetzt nicht neu starten an sich, aber das hätte ja eh nicht funktioniert. Aber ich wollte sagen, das mit dem Panzer hätte mich jetzt interessiert, wie der sich fährt und alles, aber. Die Mission ist weg. Also wenn man was stirbt, ist sie weg, die Mission. Also da kann man auch nicht sagen, ich lade jetzt oder sowas, mach die neu.
Die Missionen sind völlig random, wie die ausgewählt werden. Also da kann man auch diesen Questgeber, nenne ich jetzt einfach mal so, so oft auf E drücken, bis einem die Mission gefällt, die kommt also. Und sie wiederholen sich auch, also da habe ich mal gesehen. Ich habe mal offscreen mal probiert, also teilweise wiederholen sich sogar Missionen, die ich schon gemacht habe. Man kann nicht mal sagen, ja, die kommt schon von alleine wieder, weil irgendwann hat man alle durch. Sondern es kommen auch Missionen, wenn ich das richtig gesehen habe, die man schon hatte. Kann natürlich auch irgendwie Missverständnis gewesen sein, dass ich irgendwie in dem Moment anderen Spielstand anhatte oder sowas vielleicht. Aber ich glaube, das wiederholt sich auch teilweise. Polizia! Aber jetzt holen wir mal diesen Beutel oder was wir da jetzt holen müssen. Also. Hier spricht die Polizei! Sofort stehen bleiben! Okay. Beutel. Wo ist er denn? Hey, gehst du schon wieder? Ja, ich gehe wieder. Ausgezeichnet. Scheiße, was machst du? So, ich hau ab. Jetzt habe ich nämlich das Ding. Entschuldigung. Machen wir diese Richtung. Das müsste ja sternmäßig ungefähr stimmen. Ja, mit dem Cross-Motorrad kann man ja querfeld ein. Das passt ja dann. Muss ich aber trotzdem... Nein, jetzt knallt's gleich. Ich wollte sagen, jetzt muss ich trotzdem kurz auf die Karte schauen. Aber jetzt scheppert's gleich. Also wenn ich die Karte jetzt zumache, dann lerne ich wieder fliegen. Also ich wollte sagen, ja, hier praktisch ja so die Richtung geradeaus, bis die Straße kommt. Ist gar nicht so in der Nähe. Aber das kriegen wir hin. Aber jetzt kracht's, glaube ich. Ich glaube, das kann ich nicht mehr verhindern. Nein, ich will nicht Autounfall machen. Ich meine natürlich Motorradunfall. Sofort stehen bleiben! Ja, genau. Ja, ja. Irgendwas sagt mir, dass ich jetzt auch nicht mehr wegkomme. Ach komm, ich fahre einfach mit ihm. Guckt euch das an! Alter! Ah, wie geil ist das denn? Polizei. Okay, vielleicht habe ich ja so irgendwie ein Schutzschild oder so. Der Typ ist auch schon ausgestiegen, der wird sich wahrscheinlich gedacht haben, sag mal, was läuft hier für ein Film? Ach ja. Situationskomik. Ich versuch mal auszusteigen. Sofort stehen bleiben. Okay, das Lustige ist, dass ich jetzt nicht mal aussteigen kann. Ist jetzt kein Witz, also ich komme hier nicht mal weg. Okay, jetzt muss ich. Jetzt muss ich das Ding hier loswerden. Also das habe ich jetzt auch noch nicht geschafft. Also ich kann jetzt die E-Taste hämmern, wie ich will, er steigt nicht aus. Jetzt muss ich irgendwie. irgendwie versuchen, das Auto loszuwerden, aber ich bin's losgeworden. Das kann auch nur mir passieren. Das ist so typisch irgendwie, also. Jetzt hat er ein Auto auf dem Kopf. Gut. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie es weitergeht. Also hier die Straße haben wir, glaube ich, vorhin gesagt. Ja, die Straße ist schon mal richtig, also. Und dann links, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Yippie! Halt, Bürger! Yay! War das jetzt mehr wie ein Meter? So, die Richtung. Müsste eigentlich stimmen. Ja. Ja, kommt hin. Alto! Polizia! Ist aber nicht gerade ums Eck. Ich versuch's mal nochmal mit Querfeld ein, weil das ist irgendwie da hinten. Also, für was habe ich so ein Bike? Ist auch eine Stelle, wo ich noch nicht war. Ich finde es grafisch und insgesamt auch gar nicht mal so hässlich. Klar, so die Texturen und alles, aber. Wenn man überlegt, dass das Spiel so alt ist, ist es jetzt 10 Jahre alt, also... Ich finde, das kann man durchaus auch heute noch spielen, also warum nicht? Ich bin da, wie gesagt, eh nicht so... Fans und Junkie, so Grafik-Junkie. Ey, was war das Duell? Ich lass mich doch von dir nicht aufhalten. Ach, hau ab. Ich bin da eh ganz so Grafik-Junkie, mir macht das nichts aus. Ich habe zurzeit auch privat jetzt auch angefangen, mal Mass Effect 1 zu spielen. Ist auch eine Serie, die ich noch nicht gespielt habe. Ist ja... auch schon älter. Obwohl das ehrlich gesagt richtig gut aussieht, also. Selbst für die Zeit. Ist ja von 2.8. Aber das ist ein anderes Thema. So. Jetzt müsste ich gleich da sein. Habe ich die Mission wenigstens gepackt. Ich habe schon wieder keine Reifen mehr drauf. So wie gestern. Na toll. Ich weiß nicht, ob ich in die Garage muss oder einfach nur zu so einem Typ hinfahren, aber jetzt habe ich es gleich gepackt, also. Ich glaube, der ist irgendwo hinter der Garage. Gibt's wieder kein Gas, ohne Reifen. Aber ich bin gleich da. Stehen bleiben! Dann rasch gehe ich zu Fuß jetzt. Mission gemeistert. Jetzt habe ich auch sofort instant die Sterne verloren, also das ist natürlich cool. Gut. Hier ist jetzt noch die Befreiung, aber die mache ich dann in der nächsten Folge. Tschüss!